MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu zum dritten Guide in unserer Serie NBA 2K17 Plakettenguide oder auch Badges Guide oder Auszeichnungen. Das könnt ihr also wirklich nennen, wie ihr wollt. Man weiß eigentlich direkt Bescheid, was Sache ist. Und ich kann nur an dieser Stelle nochmal wiederholen, spielt euch die Plaketten ruhig frei. Für mich persönlich haben sie wirklich das Spielgefühl stark verändert. Ich kann ja jetzt hauptsächlich von meinem Point Guard reden, der nun wirklich schon 4 seiner 5 Archetype-Plaketten freigeschaltet hat. Dem fehlt also lediglich nur noch die Ankle-Breaker-Plakette, eine der wichtigsten Plaketten, und ich arbeite auch schon eifrig darauf hin, raufe mir auch schon meine nicht mehr vorhandenen Haare teilweise, weil mir die Plakette einfach so auf den Sack geht und ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass es jeden Moment so weit sein könnte, dass ich das Ding freigeschaltet habe. Und nein, die Nachricht kommt und kommt und kommt einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich die ein oder andere Goldplakette, die ich habe, eher auf Hall of Fame schon freischalte, bevor ich da wirklich den Ankle Breaker bekomme. Bitte jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ja, du musst ja auch Doppelmove und nicht punkten, sondern Doppelmove und Assists. Ich weiß, mache ich auch schon, arbeite ich dran. Ich habe auch schon Doppelmove und Punkt gemacht, weil ich so verzweifelt bin. Wird schon werden. Umso höher ist dann wirklich die Freude, wenn dann mitten im Spiel da wirklich die Animation kommt und man sieht, dass man eine weitere Plakette freigeschaltet hat. Ich glaube, ich habe mittlerweile mit meinem Point Guard 16, 17 Plaketten. Also auch diese oder diverse Plaketten auf Bronze aus anderen Archetypes, so würde ich es jetzt mal sagen. Oder auch halt diese allgemeinen Plaketten, die wirklich jeder haben kann, die auch nicht Bronze, Silber und Gold sind, sondern einfach nur da sind. So eine Mikrowelle zum Beispiel. Ein Spieler, der sehr schnell heiß wird, wenn er 2, 3 Würfe trifft und so weiter und so fort. So, aber wollen wir mal jetzt hier nicht zu viel rumschwafeln, denn ihr seht natürlich hier, es geht jetzt wirklich um den Sharpshooter, um den Scharfschützen. Wenn ihr euch fragt, ey, du erzählst uns hier was von Plaketten, hast nicht mal eine einzige. Ich habe den Charakter jetzt gerade erst erstellt. Hauptsächlich spiele ich wirklich fast schon mit meinem Point Guard, der Small Forward, von dem es das Let's Play gibt. Der ist aber auch noch am Start, also da macht ihr euch mal keine Sorgen, da wird es demnächst auch weitergehen, genauso wie natürlich der GM-Modus und Madden habe ich Bye Week, aber auch Madden, der Owner-Mode, der wird auch weitergehen und so weiter und so fort. Alles zu seiner Zeit, bedenkt auch zusätzlich, Samstagabend, also morgen Abend, wenn ihr das Video jetzt hier am Freitag guckt, wo es erschienen ist, findet natürlich unsere lustige Live-Poker-Runde statt, auch da, Werbung in eigener Sache solltet ihr nicht verpassen, wird, so hoffe ich, sehr amüsant. Also, Charakter ist gerade erst erstellt, aber natürlich habe ich euch die Informationen rausgesucht, die, wo ich glaube, dass sie richtig sind. Und ich war ein bisschen erschrocken, als ich die Infos hier so ein bisschen gesammelt habe, denn ich muss ganz ehrlich sagen, der Scharfschütze ist meiner Ansicht nach sowieso eigentlich mit die einfachste Unterklasse, weil man schon recht früh, wenn man es denn so will, sich auf eine Sache, Mitteldistanz oder von mir aus auch Dreierdistanz skillen kann und dann auch schon wirklich in diesem Bereich einigermaßen was bringt. Andere Klassen, die halt wirklich in verschiedene Skills leveln müssen, um anständig voranzukommen, die haben es dann ein bisschen schwieriger, finde ich. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, der Scharfschütze wird im Laufe des Spiels, so empfinde ich es jedenfalls, oder so stelle ich es mir vor, vielleicht ein bisschen limitiert sein. Ne? Also wirklich auf seine Schussstärke begrenzt sein, denn so viel ist er ja auch nicht, was er auf Athletik oder so skillen kann, oder auch auf Korbleger und Dunks und ja. Also er wird schon ein bisschen limitierter sein als die ein oder andere Klasse, genau.
Ja, nichtsdestotrotz war ich erschrocken, dass wirklich die Plaketten, die ihm gehören oder die er freischalten kann, relativ easy zu machen sind. Zumindest lesen sie sich relativ easy. Wir fangen mal an mit der Distanz- und Scharfschütze-Plakette. Warum? Aha. So. Um diese auf Bronze freizuschalten, ihr wisst das ja, erst auf Bronze freischalten und dann geht ihr, ich kann das nochmal zeigen, dann geht ihr ganz normal hier auf das Quick-Menü, ihr seht, ich bin auch noch im College, geht ihr auf das Stores and Upgrades und dann geht ihr auf Mein Spieler und dann habt ihr hier Mein Spieler Upgrade Plaketten. Da geht ihr drauf und dann kommt ihr dann hier wirklich auf die Archetype Plaketten. Wenn ihr sie auf Bronze habt, habt ihr hier Plakette nicht freigeschaltet, ist dann weg. Und ihr könnt dann hier upgraden. Die Preise sind da sehr unterschiedlich. Und dann wird es natürlich noch mal einen Hauch teurer, um es dann auf Gold zu bekommen. Und ja, ich werde ja in den Kommentaren sehr oft darauf hingewiesen, es geht dann noch weiter. Also jede Plakette, die man auf Gold upgraden kann, das heißt, jede Plakette aus dem eigenen Archetype, aus dem eigenen Klassenpaket, kann man dann noch sogar auf Hall of Fame, beziehungsweise es upgradet sich irgendwann mal von selbst auf Hall of Fame. Man muss dafür eigentlich nur, und da kann ich euch keine genauen Werte sagen, wir können es ja mal jetzt testweise machen. Also, die Distanz-Scharfschütze-Plakette oder auch Deep Range Deadeye erhält man auf Bronze, wenn man, soweit ich das weiß, 100 Mal in Bedrängnis aus weiter Distanz wirft. Das heißt, so wie ich das verstehe, und das ist vielleicht dann in dem Moment doch nicht so einfach, man muss also wirklich in Bedrängnis sein, das heißt keine offenen Schüsse, sondern 100 Würfe, wo man gedeckt ist. Aus weiter Distanz würde ich jetzt interpretieren, versucht da ruhig mal die Dreier. Also wirklich Dreier in Bedrängnis, 100 Mal, stellt auf Rookie, dann habt ihr das relativ zügig zusammen. Wer jetzt wirklich nur auf Plakettenjagd ist, wer jetzt sagt, nee, ich möchte realistisch spielen, dann wirst du die Plakette früher oder später in deiner Karriere, so denke ich, so oder so freischalten. Und was bewirkt es? Es hilft euch dabei in Zukunft, wenn ihr die Plakette auf Bronze, Silber oder Gold habt. Ihr versenkt dann Würfe aus hoher Distanz in Zukunft mit etwas effektiver, mit etwas höherer Trefferquote. Das ist eigentlich schon alles. Kann man mal so mitnehmen, würde ich definitiv jedem empfehlen, der von jenseits der Dreierlinie klinken möchte ohne Ende. Also 100 Stück, so wenn die Zahlen stimmen, auf Bronze, dann upgradet ihr hier für VC, also für die Coins, auf Silber und dann auf Gold. Und wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr im Prinzip, und da gehe ich jetzt ganz kurz halt auf diese Hall of Fame Plaketten ein, die will ich aber nochmal genauer irgendwie behandeln in einer eigenen Folge, genauso wie die Grand Badge, da gibt es also noch eine, die sehr extrem krass ist, aber da gibt es halt auch sehr wenig Informationen zu. Alles, was man so aufschnappt hier und da, ist zwar ganz cool, aber wie gesagt, da wird es irgendwann mal in ferner Zukunft eine eigene Folge geben, was heißt, so fern ist die Zukunft auch nicht. Das Tutorial oder die Guides möchte ich eigentlich relativ zügig hier zu Ende bekommen. Egal, um die Plakette, über die wir jetzt gerade reden, die Distanz-Scharfschütze-Plakette, um die auf Hall of Fame zu bekommen, müsst ihr im Prinzip einfach nur so weitermachen. Da kann ich euch jetzt den Wert nicht sagen. Also 100 Würfe in Bedrängnis, um aufs Bronze zu bekommen, da könnt ihr überlegen, 400, 500, vielleicht 600. Also ich weiß, dass es bei meinem Playmaker wohl so sein soll, dass der die Dimer-Plakette bekommt, wenn er doppelt. Also 300 Assists in einer Saison muss ich haben. Wenn ich die Plakette habe ich mittlerweile, wenn ich die Plakette auf, oder 350 sogar, ich weiß nicht, auf Hall of Fame haben soll, so lauten die Gerüchte, muss die gedoppelt werden. Also 600 oder 700 Assists in einer Saison. Und das ist krass, aber machbar. Nur, ich finde es auch gut, dass man sich ein bisschen was erarbeiten kann. Man soll nicht alles geschenkt bekommen. Ein paar Plaketten gibt es einfacher, ein paar Plaketten spielt man sowieso frei, weil man einfach das Spiel auf diese Weise spielt. Zum Beispiel Catch-and-Shoot-Plakette habe ich sehr schnell, zu der kommen wir gleich noch, sehr schnell für meinen Spieler auf Bronze freigeschaltet. Höher kann er ja nicht. Also mein Point Guard, über den ich jetzt noch rede. Weil ich einfach, wenn ich offen bin oder mich freigelaufen habe und einen Spielzug gelaufen bin und ich irgendwo frei bin, dann drücke ich direkt nach dem Pass ab, ohne Dribbeln dazwischen und dann zack, hast du relativ zügig die Catch-and-Shoot-Plakette. Wir machen aber jetzt erstmal weiter mit grenzenloser Reichweite, Limitless Range. Was bewirkt diese Plakette? Sie erhöht die Trefferquote bei den 3-Punkt-Würfen. Ich weiß nicht, ob da auch in Bedrängnis oder offen das nur gilt,
aber Trefferquote über 3 Punktwürfe sollte man immer mitnehmen. Vor allem ist das Freischalten dieser Plakette auf Bronze ziemlich easy. Ich überlege ehrlich gesagt gerade, warum ich die noch nicht mit meinem Point Guard habe. Denn angeblich reicht es 50 Dreier from beyond the line. Also eigentlich nur 50 Dreier. Da muss ich gleich tatsächlich mal mit meinem Point Guard gucken. Vielleicht hat er noch keine 50 Dreier. Sehr interessant, diese Plakette. Nochmal, ihr könnt alle anderen Plaketten oder wenn ihr eine andere Klasse als Scharfschütze habt, könnt ihr diese Plaketten, die wir jetzt hier haben, auch freischalten auf Bronze. Ja, ihr könnt die dann nicht aufwerten, so wie wir es jetzt hier können beim Scharfschützen, sondern auf Bronze. Das ist natürlich dann nur ein kleiner Bonus, aber man sollte doch dann bei so Plaketten, die einem sowieso entgegenkommen, alles mitnehmen, was da mal so kommt, ne? So, danach die von mir oft genannte Catch-and-Shoot-Plakette. Und die habe ich mit meinem Point Guard, glaube ich, das war die erste, glaube ich, die ich gemacht habe. Bin mir nicht sicher. Oder eins von diesen 0815-Plaketten. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Und ich finde, obwohl ich die ja nur auf Bronze habe, denn wie gesagt, man kann sie nicht aufwerten als Playmaker, als Spielmacher, wie es mein Point Guard ist, obwohl ich ihn auf Bronze habe, hatte ich direkt das Gefühl, dass ich eine bessere, etwas bessere Trefferquote tatsächlich bei Pässen, die ich bekommen habe, die ich direkt ohne zu dribbeln verwandelt habe oder geworfen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass es schon auf Bronze einen leichten, spürbaren Effekt mit sich brachte. Und ja, als Scharfschütze oder auch Sharpshooter könnt ihr diese Plakette dann nicht nur auf Silber, sondern auch auf Gold und wenn ihr richtig gut drauf seid, sogar auf Hall of Fame bringen. Ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wie gesagt, wenn ihr auch so spielt oder so ähnlich spielt wie ich, also auch Spielzüge spielt, einen Shooting Guard vielleicht habt und dann die Route lauft und den Pass bekommt, wenn der Spielzeug für euch generiert wurde, ohne zu dribbeln, direkt abdrücken, 100 Versuche, also anscheinend nicht mal Korberfolge, sondern es reichen angeblich schon 100 Versuche direkt nach dem Passerhalt. Also abdrücken direkt, wenn ihr den Pass bekommt, und muss auch noch nicht mal von der Dreierlinie sein. Also einfach aus dem Feld, eine sehr einfache Plakette, die kriegt man sehr schnell und als Scharfschütze finde ich ein Must-Have auf Hall of Fame. Ja? Also wenn ihr 100 Stück braucht, werdet ihr auf Hall of Fame, lass es 300 sein. Einfach mal zocken und dann kommt das Ding schon von alleine. Sollte man definitiv mitnehmen. Macht euch nur gefährlicher. Eckenspezialist. Auch das ist eine Plakette, die ich auf Bronze mit meinem Point Guard habe. Gerade wenn ich Fast Breaks laufe und nicht den Ball habe, ziehe ich gerne, wenn der Verteidiger unterm Korb zieht, um abzudecken, ziehe ich gerne raus in die Ecke. So hat der Mitspieler die Chance, entweder zum Korb zu ziehen, weil es dann frei ist, weil der Verteidiger sich auf mich konzentriert, oder in die Ecke rauszukicken. Und dann stehe ich da und bin da der Corner-Experte, der Eckenspezialist. Und natürlich auch da nur Bronze mit meinem Point Guard. Aber als Scharfschütze sollte man da auf jeden Fall auch, weil eine Plakette, die meiner Ansicht nach auch sehr leicht zu erringen ist, nämlich triff 25 Dreier aus der Ecke. Also da reicht nicht der Versuch. Da solltet ihr da schon treffen. Das sind, wie gesagt, alles Angaben ohne Gewähr. Es kann auch 50 sein. Es kann auch 25 Versuche sein. Aber ich denke schon, es müssen Treffer sein, weil da hat es ein bisschen gedauert, bis ich das mit meinem Point Guard tatsächlich erreicht habe. Und wenn ich jetzt gerade überlege, 25 Dreier aus der Ecke, die Plakette habe ich, 50 Dreier from beyond the line ist oben, grenzenlose Reichweite, die Plakette habe ich mit einem Point Guard noch nicht. Das dürfte, wenn, dann auch nicht mehr so lange dauern. Ich muss da mal in meine Statistiken reingucken. Also Eckenspezialist sollte auch was sein, was man mindestens auf Gold früher oder später gelevelt hat, wenn nicht sogar mehr. Also ihr seht, bis hierhin kriegt der Scharfschütze auch, was die Plaketten angeht, sehr schnell schon Fortschritt. Finde ich etwas erschreckend. So, kommen wir zum Mitteldistanz-Scharfschützen oder auch der Mid-Range-Dead-Eye. Ne? Im Gegensatz zu den, oder relativ ähnlich wie oben der Deep-Range-Dead-Eye oder Distanz-Scharfschütze, müsst ihr auch hier Würfe versenken. Und zwar reicht es aus der mittleren Distanz, aber auch in Bedrängnis. Hier allerdings statt der oben genannten 100 Würfe in Bedrängnis, müsst ihr hier 200 Würfe in Bedrängnis aus der Mitteldistanz verwandeln, laut meiner Information. Und durch diese Plakette erhaltet ihr dann eine etwas höhere Trefferquote aus der Mitteldistanz. Sollte man auch definitiv mitnehmen, ist absolut machbar. Denn
ja, es passt einfach zum Scharfschützen. Ihr müsst euch da nicht verstellen. Ihr könnt einfach die Würfe nehmen, wie ihr meint. Da kann natürlich auch vorher gedribbelt werden, wie gesagt. Ihr solltet halt wirklich nur im Bedrängnis sein. Und das kriegt man ja irgendwie mit der Zeit definitiv hin. Auch wenn man nicht komplett auf Plakettenjagd geht. So finde ich. Wäre natürlich interessant, ob ihr das aus dem Post machen könnt. Ne? Ihr geht in den Post, dann seid ihr direkt gedeckt und macht dann Fadeaway oder so. Ob das dann als Bedrängnis zählt. Kann ich euch nicht sagen, müsst ihr versuchen. Ja. Ja, das war's. War's das? Irgendwas wollte ich aber noch zeigen. Irgendwas wollte ich euch zeigen. Ihr könnt, ja, ihr könnt ein wenig, naja, könnt ihr nicht. Scheiße, ich bin hier noch im College, Entschuldigung. Mache ich mit einem anderen Charakter. Denn ihr könnt unter, ich glaube, Auszeichnungen und Leistungen, nee, unter Leistungen und Auszeichnungen, so rum, glaube ich, wenn ihr nicht mehr im College seid, könnt ihr da mal ein bisschen gucken, was ihr für Auszeichnungen bekommen habt. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr da ablesen, wie viel euch jetzt noch fehlt, um eine Badge zu errangen. Zum Bleistift. Zum Beispiel, ja, schwierig jetzt. Nee, hier ist ja alles bedrängend. Die sind ja schon ein bisschen spezieller. Aber wenn ihr zum Beispiel Playmaker seid und müsst 400 Assists oder 300 Assists in der Saison machen, ja gut, da könnt ihr das auch natürlich in eure Statistiken nachgucken. Blöcke stellen wird da, glaube ich, aber ja, stelle einen Block für einen Mitspieler, glaube ich, diese Auszeichnung gibt es. Da könnt ihr dann mal reingucken und da habt ihr so einen ungefähren Wert, wo ihr steht. Das hatte mir die Sid letztens gezeigt und dachte ich mir so, oh ja, das eine oder andere kann man da wirklich nochmal nachgucken. Okay, ich glaube, ich bin durch hier mit unserem Sharpshooter. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das so hinkommt von den Plaketten. Wenn ihr einen Sharpshooter habt, also einen Scharfschützen habt, passt das. Ist Catch and Shoot und Eckenspezialist, sind die easy peasy? Oder habt ihr daran zu knabbern gehabt? Kommt das hin mit den Zahlen, die ich genannt habe? Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich brauche die Zahlen noch hier als Überblick, unten ist in der Videobeschreibung bei jedem Guide immer ein Link zu den Couch-Athleten. Da seht ihr nochmal alles schwarz auf weiß. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, auch Kommentare schreiben, falls ihr da irgendwie Verbesserungen habt, wo ihr sagt, nee, das kommt so nicht hin. Ich habe da definitiv andere Erfahrungen gemacht oder so. Auch da ist Diskutieren erlaubt und Nachschlagen sowieso. Da freuen wir uns immer, wenn ihr da euch auch die News holt, die ihr benötigt zu euren Sportspielen. Da machen wir nicht nur NBA, da sind einige Leute noch, die euch dann auch mit Madden-Sachen versorgen und FIFA und alle Sportarten, alle virtuellen Sportarten versuchen wir da einigermaßen abzudecken oder alle gängigen. Also, unten in der Videobeschreibung couchathleten.de, da seht ihr das nochmal hier, was ihr für welche Plakette benötigt. Betrifft natürlich auch die anderen Guides und die in Zukunft noch kommen. Was kommt noch in Zukunft? Also wie gesagt, ich habe angekündigt, dass ich eigentlich zu jeder Unterklasse ein Guide verfassen wollte. Ursprünglich war eigentlich heute der Postscorer dran, aber weil ich weiß, dass Scharfschütze sehr beliebt ist, habe ich das jetzt einfach mal vorgezogen fürs Wochenende. Und ja, nachdem wir alle Unterklassen abgearbeitet haben, habe ich vor, nochmal die allgemeinen Plaketten kurz durchzugehen mit euch. Und danach kommt nochmal ein Guide mit Elite-Gedöns. Und wenn ihr noch zu irgendwelchen Sachen Fragen habt oder so, wie laufe ich Spielzüge oder wie mache ich eigentlich das und das, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und entweder andere Leute versuchen euch dann eine Antwort zu geben. Oder wenn ich mir denke, oh ja gut, da könnte ich auch nochmal ganz kurz, weil das nicht ganz so easy ist, könnte ich da mal selber reingucken, mich schlau machen, wenn ich es nicht weiß. Ich kann ja nicht alles wissen und ich bin bei Weitem auch kein Pro-Gamer oder so, will ich auch gar nicht sein. Ich bin einfach genauso wie ihr Hobbyzocker und ich finde, wir sollten da zusammenhalten und uns gegenseitig Tipps geben. Also wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die natürlich auch in die Kommentare schreiben, sehr gerne sogar. Wir müssen uns gucken, dass wir uns gegenseitig auch irgendwie pushen, so finde ich. Also alles immer in die Kommentare und was wollte ich? Achso, ganz am Ende, wie gesagt, dann Elite und Grand Badge und mal gucken, was ich bis dato dann dazu rausgefunden habe. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen unter die Arme greifen und würde sagen, lasst knallen als Scharfschütze. Tschüss.